Heute reagieren wir auf einen der kreativsten und einflussreichsten Zauberer überhaupt, Leonard Green. Herzlich willkommen zum Matthias Berger Adventskalender. Türchen Nummer 14, achtet mal auf den Buchstaben, ihr könnt was gewinnen. Freunde, heute reagieren wir auf Leonard Green. In der Paul Daniels Magic Show 1993 ist das Ganze entstanden. Denjenigen von euch, die Leonard Green noch nicht kennen, würde ich auf jeden Fall ans Herz legen. Schaut euch auf jeden Fall Videos von ihm an, befasst euch mit dem Menschen, wenn ihr euch für Zauberei interessiert. Beispielsweise seinen TED-Talk kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Der ist ein bisschen zu lang, um darauf jetzt hier auf YouTube zu reagieren. Außer ihr habt da wirklich Bock drauf, dann können wir auch eine Reaktion auf seinen TED-Talk machen. Der geht irgendwie eine halbe Stunde oder so. Leonard Green ist ein unglaublich kreativer Zauberer, hat unglaublich viel Zeug selbst erfunden und hat einen absolut einmaligen Stil. Leonard Green ist ein absoluter Verfechter von, okay, ich lasse es so aussehen, als hätte ich keine Ahnung, was ich hier mache und ich habe keine Kontrolle über die Karten und hier ist mir was runtergefallen und oh nein, das ist durcheinander gegangen. Aber währenddessen hat er alles unter Kontrolle und dadurch wirkt es noch unmöglicher, wenn er am Ende dann beispielsweise die vier Asse findet oder wie auch immer. Ich weiß nicht genau, was er jetzt hier macht, ich kenne das Video nicht, aber ohne noch weiter zu schnacken, schauen wir direkt rein. Please welcome from Sweden, Leonard Green. Good evening. Also ich feiere ja das 90er Jahre Feeling, ne? Card lovers and card sharks and hello Paul. And me. Yeah, hello. As a matter of fact, I will not do card tricks. Paul told me to, instead of that, reveal the card sharks' moves. The methods, yes. The methods, how did yes. they do it? Yeah. Yeah, but we decided to go one step ahead and explain how to beat them. That is more interesting. Oh, yeah. Very. Okay, das finde ich ist eine sehr, sehr, sehr interessante Ausgangslage. Ich zeige euch jetzt, wie ihr gegen Card Sharks, also Leute, die beispielsweise beim Pokern mit ihren Skills betrügen mit Karten, ich zeige euch jetzt, wie ihr die besiegen könnt und noch ein Level höher seid als die. Interessante Ausgangslage. How to beat the hard guys in Vegas, for example. Well, Sein Shuffle ist einfach der heftigste. Es ist einfach der heftigste, wenn ihr wisst, was da gerade passiert. Oh. Okay. Where I file mine. Yeah. Ja, aber der sah wiederum voll authentisch aus. Warte mal. Where I file mine. Yeah. Oh ey, da, wenn du es nicht weißt. Ich hätte schwören können, das war jetzt ein echter Riffle-Shuffle, ne? Good. Ah, okay, deswegen. Krass. Das heißt, er hat jetzt hier zweimal gemischt, aber hat hier jetzt für die Zaubernerds unter uns, er hat hier jetzt zwei verschiedene Methoden genutzt, um die Karten zu mischen. Well, die hier ist bekannter. I put this on the floor. Okay. Where I file mine. Yeah. Yeah. Good. Good. Und dieses Dagegenklopfen macht das so authentisch, ne? Anyone said the sleeves? No, no. I don't hide any aces in the sleeve. No. Can I take... Sure, you want to take it off, you take it off. Yeah. You too? No, 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 no. I'm not appearing naked before my public. Yes, yes. No, I know that woman in the... Ich realisiere jetzt erst, meine Lautsprecher sind die ganze Zeit noch an. Jetzt muss ich das im Schnitt so machen, dass ihr es nicht doppelt hört. Und vielleicht habt ihr zwischendurch doch teilweise den Ton doppelt gehört. Sorry dafür, Freunde, habe ich jetzt erst gecheckt. Front wants me to, but I'm not going to do it. Yeah. And the watch comes off, so there is now nowhere you can cheat. Nothing to watch. No yeah. sleeves, no watches, no, no, nothing in the hands, no? Okay. We look at some cards. Yeah, that's a random mixture. No, no, this is not a mixture. That was a false cut. Yeah? Yeah. It looked good to me. And here is another one. But I will not do these rubbish moves. Rubbish Moves. Diese Drecksmüll-Moves. Das heißt, er kommuniziert jetzt offen, dass das gerade false cuts sind. No. Also für die Nicht-Zauber-Nerds, die nicht Bescheid wissen, False Cut bedeutet, er hat die jetzt mehrfach abgehoben. Ihr habt ja gerade gesehen, wie er am Abheben war. Also, ne? Aber er hat die Reihenfolge der Karten dadurch nicht verändert bei einem False Cut. Ich habe euch beispielsweise in einem ganz alten Video 5 False Cuts vorgestellt, die ich selber auch gerne genutzt habe. Damals zu der Zeit auf jeden Fall. In der Infokarte da oben könnt ihr euch das anschauen, wenn euch das Thema interessiert. Falsch abheben, die Karten so abheben, dass man die Karten nicht mischt. Man muss da natürlich kein Zauberer sein, um das praktisch zu finden, weil bei jeder Mau-Mau-Runde, Pokerrunde oder Uno, wie auch immer, ist es halt sau sinnvoll, wenn man es irgendwie schafft, sich Karten vorzubereiten, dass man es dann beim Mischen schafft, die Reihenfolge nicht durcheinander zu bringen, sodass man am Ende dann genau die Karten kriegt, die man haben möchte. Das ist natürlich von Vorteil, auch wenn man kein Zauberkünstler ist, ne? Yeah, no. Beautifully simple. Yeah, yeah. First,
one method of how to locate any card. Any card. Any card? Please name any card, anyone. Yeah, if I did it... Pardon, what? Queen of Hearts. Oh, Queen of Hearts. From the back row. From the back row. Queen of Hearts, yeah. Yeah. How to find... First, to find Queen of Hearts, and then how to deal Queen of Hearts on a simple way. For example, say stop. Stop. Yeah. Oh, krass. Yeah. Maybe I miss. No, I didn't. Not Queen of Hearts. Very good. Excellent. Now I did a center shot. Yeah. Das sah ja authentisch aus. Krass. Also, kurz Analyse für die Zaubernerds, ohne zu viel hier zu verraten. Ich habe kein schlechtes Gewissen, wir gucken hier Leonard Green, wer Zauberer ist und ein Zaubernerd ist, der weiß Bescheid. Leonard Green arbeitet viel mit seinen eigenen Methoden, Snap-Deal, Top-Shot etc. Also hier macht er seinen Snap-Deal. Aber das sieht halt wirklich aus, als würde er die hier rausschießen, ne? Now I did a same. Ey, ohne Witz, das sieht so echt aus, als würde er die da rausschießen aus dem Deck. Now I did a center shot. Nice, das sieht so gut aus. Yeah? Yeah. I didn't see with the pink. Now I reverse the card so you can follow. Now I do a top shot. Yeah? Mm-hmm. Wow. You see? Wow. Yeah. Yeah. Directly in the palm. Yeah, great. And then I can put it here or keep it. Yes. Yeah. And if I reverse and shoot it back, yeah. Then you can say stop. Stop. Good. Krass, also es ist wirklich schön. Er bereitet das Finale eines Effektes, auch wenn es hier jetzt wirklich klein präsentierte Sachen sind, er bereitet eine Enthüllung, ein Finale, super kurz vorher vor. Das liegt einerseits an seinen Methoden und andererseits an seinem Stil, aber er bereitet wirklich eine Methode vor. Er entfernt die Karte und bringt sie genau in die Position, direkt bevor er dann vor den Augen der Zuschauer sagt, ey, sag mal Stopp, und es dann daraus produziert. Das machen wir in der Zauberei eigentlich nicht. In der Zauberei versuchen wir, so oft es geht, möglichst viel Abstand zu bringen zwischen wann mache ich das, was ich machen muss, heimlich, und wann enthülle ich, dass ich das gemacht habe. Wir versuchen in der Zauberei immer ganz, ganz, ganz viel Distanz einzunehmen zu dem, was hier gerade passiert, sozusagen, um erstens es unmöglicher zu machen, dahinter zu kommen, wie funktioniert das, und zweitens es auch dort noch viel magischer präsentieren zu können. Das heißt, das ist eigentlich sehr unkonventionell, was er hier macht, dass er die Karte heimlich aus dem Kartenspiel entfernt und sofort danach sagt, okay, sag Stopp, zack, bam. Das machen wir nicht. We don't do that here. We don't do that here. Now. Thank you. Now Okay, the tabletop is loose. I bend a corner so you can follow the card. Right? We take... Then only the corner went. The queen is still left. Yeah. Interesting. Interesting, yes. Another center deal. You know... Bottom. Dass da die Leute jetzt aber auch nicht so reagieren, ne? Weil ich fand den Switch echt heftig. Deal is too easy for us. Of course, and yes. Second deal, nothing. Center deal. How to deal from the center. Okay. Yeah. How do you deal from the center? Right. Ist da gerade das passiert, was ich glaube, was da passiert ist? Falls ja, falls ich mich da jetzt nicht irre, Maschine, Alter! How to deal from the center. Okay. Yeah. How do you deal from the center? Right. If I have a dice here, 6, 5, 4, name the number of the die. 3. Die 3. The third card will be Queen of Hearts. 1, 2, and 3. now, explanation. Okay. Yeah. In slow motion. Okay. When this hand comes, yeah. First one, yeah. Two, yeah. Now the dirty work. Look, yeah. I squeeze the hand. You see the queen, yeah. And then I did it. But that's when you do it. Yeah, yeah. But when I do it fast, it's impossible. But a still faster move is another center deal. You see, I put the ace. Yeah. But now I square. But yeah. Still a little. Yo! Eiskalt. Little shadow. It's, yeah, it's enough. Just a little bit. Yeah, a little. It's maybe a 30-second of an inch. Yeah, almost. Small. Now, but I do it in slow motion. Look. Yeah. Do you follow? Okay. Very slow.
Ey, das ist so eine Waffe. Ups. Es ist so eine Waffe, wenn man den Snapdeal beherrscht. Es ist so krass. Also Kompliment an alle, die mit dieser Technik arbeiten. Ich habe anfangs versucht, das Ganze zu lernen und kann das auch relativ grob. Also ich könnte das jetzt eher schlecht als recht präsentieren. Deswegen tue ich es nicht, weil man sollte Dinge nur präsentieren, wenn sie wirklich schön und bombensicher sind. Und das ist bei mir halt nicht ansatzweise. Deswegen arbeite ich nicht mit dieser Technik. Aber wenn man sich ausgiebig damit beschäftigt, ich könnte mich jetzt auch einfach mal hinsetzen und ein paar Wochen lang einfach Snapdeals üben wie ein Irrer und das dann auch wirklich monatelang anwenden, vorführen und verschiedene Winkel ausprobieren und so weiter. Das ist halt immer ein langer Prozess, ne? Das ist nicht nur in der Zauberei so, es ist überall so. Wenn wir in irgendeiner Sache wirklich richtig, richtig, richtig gut sein wollen, dann brauchen wir ganz lange Erfahrung damit. Es reicht nicht nur technisch die Übung, sondern wie arbeitet man damit im Real Life und was für Situationen können passieren und so weiter. Wenn ich mich da jetzt wirklich hinsetzen würde und diesen Snapdeal so heftig einüben würde, dass ich ihn so benutzen könnte, wie er ihn benutzt, oh, wirklich, das wäre so eine Killerwaffe. Ist natürlich nur für at the table gedacht, also mit dem Snapdeal ohne Tisch zu arbeiten, schwierig. Aber wenn du viel Tischmagie machst, Close-Up-Kartenmagie am Tisch mit den Leuten, ey, dann ist das wirklich so eine Hammer-Geheimwaffe, von der auch Leute, die mit Zauberei gar nichts am Hut haben, wirklich nicht wissen. Das ist krass. Du kannst so kreativ arbeiten damit. Du hast 20.000 verschiedene Anwendungsmöglichkeiten von einem einzigen Move. Du machst so und kannst jetzt 20.000 Sachen damit machen. Das ist schon echt krass, wirklich. Also, Leonard Green ist für mich ein absolut genialer Mensch. Die Art und Weise, wie er an Magie rangeht, die ganze Philosophie dahinter, was man wirklich jetzt einfach nur durchs Zuschauen schon merkt, seine Denkprozesse, seine Herangehensweise an Magie, das finde ich sehr bemerkenswert und ich kann jeden von euch wirklich nur empfehlen, beschäftigt euch mit Leonard Green, Green Studies etc. etc. Das ist die Arbeit und die Zeit, die man da investiert, auf jeden Fall wert. Also eure Kartenmagie profitiert extrem davon, wenn ihr euch mit ihm beschäftigt. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das heutige Adventskalender natürlich gefallen. Wenn dem so ist, lasst es mich natürlich gerne mit einem Daumen nach oben wissen. Wenn nicht, mit Daumen nach unten. Ey, ich weiß eure Ehrlichkeit immer sehr zu schätzen. Könnt ihr den Snapdeal? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Bis heute Abend um 19 Uhr im Twitch-Stream. Euer Matti und ciao. Wo ist der, der das die ganze Zeit in den Chat geschrieben hat, dass er genau das sehen wollte?